Guinea in Westafrika. Die Menschen hier sind von einer Krankheit bedroht, über die Mediziner noch wenig wissen und gegen die es noch keine Impfung gibt. Das Lassa-Fieber. Alljährlich stecken sich bis zu 400.000 Menschen im Westen Afrikas mit dieser tückischen Infektionskrankheit an. Tausende sterben an dem lebensgefährlichen Fieber, das von Hautblutungen und Organversagen begleitet ist. Ein Team afrikanischer und deutscher Wissenschaftler will nun das Lassa-Virus noch intensiver erforschen. Erst wenn die Struktur und die Lebensweise des Virus genau verstanden sind, lässt sich ein Impfstoff gegen die Krankheit entwickeln. Nach spektakulären Krankheitsfällen stellt sich aber auch die Frage, ist das Lassa-Fieber auch eine Gefahr für Europa? Auf der Fahrt von Guineas Hauptstadt Conakry in ein kleines Provinzhospital. Der Hamburger Tropenmediziner Jan Termeulen ist Lassa-Spezialist. Der Deutsche hat schon seine Doktorarbeit in Afrika geschrieben und nun in Guinea ein Projekt aufgebaut, um das unbekannte Virus zu erforschen. Der guineische Arzt Mohamed Sako ist dabei sein engster Mitarbeiter. In Guinea und den Nachbarländern ist Lassa ein viel zu wenig beachtetes Gesundheitsproblem. Mehr als 20.000 der Infizierten sterben jedes Jahr an der Krankheit. Benannt wurde das Fieber nach einem Ort in Nigeria, in dem die Krankheit 1969 zum ersten Mal erkannt wurde. Das Lassa-Virus wird von Ratten auf den Menschen übertragen. Heute wollen die beiden Ärzte einen Patienten untersuchen, der vom Krankenhaus in Forekaria zuvor als Lassa-Verdachtsfall gemeldet wurde. Wir haben hier einen Kranken, der mit hohem Fieber in unsere Klinik eingeliefert wurde. Das Fieber spricht weder auf Medikamente gegen Malaria noch auf Antibiotika.